Mehr als eine Minute lang stehen die Teilnehmer auf, als der ukrainische Präsident die Bühne betritt. Und der kommt schnell zu seiner Hauptbotschaft. Do not ask. Fragen Sie nicht die Ukraine, wann ist der Krieg vorbei? Fragen Sie sich, warum kann Putin ihn noch führen? Why is Putin still able to continue it? Ein Appell auch in Richtung Deutschland. Gut 1,5 Stunden zuvor. Der Bundeskanzler kommt am Konferenzhotel an. Erst gestern hat er der Ukraine weitere Unterstützung zugesagt. Nur Taurus-Marschflugkörper wollte Scholz bislang aus Sorge vor einer größeren Eskalation nicht liefern. Und jetzt? So you're not ruling out the possibility that it's some Könnte Deutschland noch ein Okay zur Lieferung geben? Was ich ausschließe, ist die Tatsache, dass wir nicht genügend tun. Scholz wirbt dafür, dass alle europäischen Staaten die Ukraine dauerhaft unterstützen und mehr für Verteidigung ausgeben. Ja, Geld, das wir jetzt und in Zukunft für unsere Sicherheit ausgeben, fehlt uns an anderer Stelle. Das spüren wir. Ich sage aber auch, ohne Sicherheit ist alles andere nichts. Wie Deutschland das Geld langfristig aufbringen will, sagt der Kanzler nicht. Sein Wirtschaftsminister nimmt ihn aber beim Wort. Wenn man diesen Satz einmal wörtlich nimmt, dann heißt der, alle anderen Aspekte sind nachrangig zur Sicherheit. Nun wird diese Debatte sicherlich noch immer kompliziert und komplex werden, aber viele andere Dinge kann man jetzt sofort tun. Zum Beispiel Garantien für die Rüstungsindustrie und mehr europäische Kooperation. Am Nachmittag trifft sich Zelensky mit US-Vizepräsidentin Harris. Präsident Biden und ich werden weiter daran arbeiten, die Mittel und Ressourcen zu sichern, die Sie brauchen, um zu gewinnen. Zustimmen muss aber das Repräsentantenhaus, das die Hilfen bislang blockiert. So erhält Zelensky in München zwar viel Unterstützung, aber keine neuen Zusagen. Norbert Röttgen sitzt für die CDU im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, ist jetzt auf der Sicherheitskonferenz. Schönen guten Abend, Herr Röttgen. Und die Ukraine, die wartet immer noch auf Milliardenhilfe aus den USA und hätte von Deutschland gerne diese Taurus-Marschflugkörper. Haben Sie den Eindruck, Präsident Zelensky ist da heute auf der Sicherheitskonferenz weitergekommen? Nein, er ist definitiv nicht weitergekommen, was Deutschland anbelangt. Der Kanzler verweigert persönlich nach wie vor die Lieferung dieser hochwirksamen deutschen Marschflugkörper mit dem Namen Taurus. Er begründet das auch nicht, warum er das nicht tut. Auch das finde ich ist unverträglich mit dem Amt des Bundeskanzlers. Und das, was er gesagt hat, dass er ausschließen könne, dass wir genug liefern, das Gegenteil ist ja die Wahrheit. Die Europäische Union, auch Deutschland, haben vor einem Jahr der Ukraine 1 Million Schuss Artilleriemunition zugesagt. Und die Europäische Union unter Einschluss von Deutschland haben nicht geliefert. Ein paar Hunderttausend sind zustande gekommen, aber nicht 1 Million.